Hallo meine Lieben, heute geht es um den Song Safe Tonight von Eagle Eye Cherry, ein relativ alter Song. Ich selber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ihn zu machen, aber ich habe einen Request bekommen. Für alle anderen, die mir jemals einen Request geschickt haben und sich wundern, dass ich ihren Song noch nicht gemacht habe, ich muss ganz ehrlich sein, ich gucke immer erst, ob mir der Song gefällt und dann gehe ich noch danach, ob er leicht ist. Und diesen Song habe ich mir angeguckt und der ist super leicht, also mache ich jetzt auch ganz schnell ein Tutorial. Wenn es Songs sind, die ich toll finde, die ich aber selber erstmal lernen muss, dann dauert es natürlich länger. Und wenn es Songs sind, die mir überhaupt nicht gefallen, weil sie vielleicht auch viel zu schwierig sind mit Zupfen und allem möglichen Kram und wo es mir dann einfach zu aufwendig ist, diesen Song zu lernen, da mache ich dann halt gar kein Tutorial. Also nicht wundern, wenn es immer, wenn ihr dann denkt, so, ich habe auch einen Request geschickt und der Song kommt nicht. Ich habe da so ein paar Kriterien. Das müsst ihr auch, glaube ich, verstehen, weil ich kann ja nicht zu jedem Song ein Tutorial machen. Also, zurück zu Safe Tonight. Ich konnte jetzt nichts finden, wo irgendwie steht, auf welchem Bund ihr das Capo machen müsst. Ich habe meine Gitarre immer noch nicht wieder auf Standard Tuning gemacht. Das ist also immer noch das mit dem halben Ton runter. Also nicht wundern, dass ich das Capo. Den Capo, das Capo immer noch auf dem ersten Bund habe. Ich hoffe, dass ich so mit ein Standard-Tuning hinbekomme. Wenn meine Gitarre trotzdem komisch klingen sollte, dann liegt es halt daran. Sie ist nicht verstimmt, ich habe sie gerade erst gestimmt. Okay, ich habe sie vorhin gestimmt. Sie könnte mittlerweile wieder verstimmt sein. Aber einfach nicht so drauf achten, okay? Irgendwann werde ich dann meine Gitarre auch wieder umstimmen. So, ich mache das jetzt mal so ohne Capo in dem Sinne. Ihr müsst mal ausprobieren, wie es am besten klingt. Ob ihr es ein bisschen höher singt oder tiefer. Und dann ist das ein super leichter Song. Ihr braucht nur das A-Moll, das F, mein Spickzettel. Also das A-Moll, das F, Autsch. Das A-Moll, das F, das C und das G. Ich denke mal, alle von euch können diese Akkorde, aber für die wenigen, die diese Akkorde noch nicht können, erkläre ich sie nochmal eben zum 100. Mal nochmal ganz schnell neu. Zeigefinger im ersten Bund. Ihr habt kein Capo oder ihr habt das Capo irgendwo hier im ersten Bund nach dem Capo auf die zweite Seite. Mittelfinger im zweiten Bund auf die vierte Seite und den Ringfinger auf die dritte Seite im zweiten Bund. Das ist euer A-Moll. Zeige ich euch das F, so wie ich das mache. Zeigefinger im ersten Bund auf die zweite Seite, Mittelfinger im dritten Bund auf die dritte Seite, im zweiten Bund auf die dritte Seite, Entschuldigung. Zeigefinger im ersten Bund auf die zweite Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf die dritte Seite, Ringfinger im dritten Bund auf die fünfte Seite und den kleinen Finger im dritten Bund auf die vierte Seite. So mache ich das F. Wenn ihr könnt, dann macht mit dem Zeigefinger die ersten beiden unteren Saiten im ersten Bund gleichzeitig. Ich kann das nicht. Oder ihr macht mit dem Zeigefinger den ganzen ersten Bund. Aber ich kann das nicht. Also mache ich es falsch und mache es so. Mein komisches F. Dann das C. Zeigefinger im ersten Bund auf die zweite Seite. Mittelfinger im zweiten Bund auf die vierte Seite. Und den Ringfinger im dritten Bund auf die fünfte Seite. Das ist das C. Und für das G. Zeigefinger im zweiten Bund auf die fünfte Seite. Mittelfinger im dritten Bund auf die sechste Seite und den Ringfinger oder den kleinen Finger im dritten Bund auf die erste Seite. Ich mache ja immer die beiden unteren Seiten. So, das ist das G. Und zum Strumming habe ich das so gemacht. Also, ihr fangt, auch in dieser Reihenfolge werden die Akkorde den ganzen Song durchgespielt, immer wiederholen. Also A-Moll, F, C und G. Immer wieder durchspielen. Und das Strumming habe ich so gemacht. Ich hoffe, ich komme da jetzt so schnell rein. Ich versuche es mal kurz anzuspielen. Ich habe es anders gemacht vorhin. Wie habe ich es denn vorhin gemacht? Genau so. Ich muss, wenn ihr das nur strummt und das so strummen wollt wie ich, dann ist es eigentlich relativ leicht. Aber ich finde, wenn man den Text dazu singt, kommt man irgendwie schwer rein. Vielleicht auch, weil ich den Text nicht gut kann.
Also es ist eigentlich nur, wenn ihr das so machen möchtet wie ich, für das A-Moll down, 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 dann das F, up, up, down, up, down, up, dann das C, down, 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 down und das G, up, up, down, up, down, up. Schwierig zu erklären. A-Moll, down, 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 F, up, down, up, down, down, das C, down, 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 das F, up, down, up, down, Entschuldigung, up, down, up, down, down. Ich finde das immer total schwierig, das Strumming langsam zu erklären, weil das macht man einfach so aus dem Gefühl heraus. Wenn euch das Strumming nicht gefällt, dann macht es anders, aber ich finde es passt einigermaßen. Ich kann ja mal den Song, den Karaoke-Song im Hintergrund laufen lassen. Ich hoffe, ihr hört das überhaupt. Ich kann den Text nicht mehr singen. Ich würde ihn ja gerne mitsingen, aber ich finde das voll schwierig. Ich komme da jetzt auch nicht nochmal rein. Ja, müsst ihr heute mal auf meine super tolle Stimme verzichten, weil ich kriege das einfach nicht gebacken mit dem Text. Macht ja nichts, könnt ihr ja mitsingen, gell? Ja, eigentlich super leicht, aber ich komme mit dem Text nicht hinterher. Vielleicht, weil es auch ziemlich schnell gesungen wird. Ihr kriegt das schon hin. So, ich hoffe, das war in Ordnung. Es war nicht in Ordnung, aber ich habe keine Lust, das Video nochmal zu machen. Super leichter Song, also kriegt ihr schon hin. Capo müsst ihr mal gucken. Ich hoffe, meine Gitarre klang jetzt nicht allzu komisch wegen meinem immer noch merkwürdigen Tuning. Kriegt ihr schon hin. So. Ich mache gleich noch ein Tutorial. Also bis gleich. Tschüss. Wieso winke ich eigentlich immer dahin? Meine Kamera stand nämlich früher immer da. Jetzt steht sie da. Also, tschüss.